trotzdem 看过吗？很多同学问，哎 ，trotzdem 什么意思？学德文学很久，但是呢 ，trotzdem 还是有一点不清楚。trotzdem 的中文翻译就是尽管如此，但是我觉得尽管如此我自己不会用，但是呢，我会用到另外一个，比方说德文呢，我肚子饿，我还是不吃东西，那我 用哪一个呢？我用那个 trotzdem 这个词哦， ich habe Hunger, trotzdem esse ich nichts, 有没有？我还是不吃东西。但是我另外一个比方哦，外面下雨，我还是骑脚踏车，还是我还是 去散步啊。Es regnet, trotzdem fahre ich mit dem Fahrrad, 脚踏车有没有 Fahrrad? 那你看一下哦， trotzdem 动词呢？又来了，又是在第二个位置。Trotzdem esse ich nicht. Oder 我很累呢，但是呢，我还是不去睡觉，因为我还有事情要做嘛。那我怎么说呢？德文呢 ？Ich bin müde. Trotzdem gehe ich nicht schlafen. Trotzdem 就站在第一个位置，动词呢在第二个。Daike。一定要在第一个位置吗？嗯 ，nicht unbedingt. Manchmal. Nicht unbedingt. 所以如果没有第一个呢，没有第一个位置呢，要放哪里呢？啊哈。啊，你看，ich habe Hunger. 这个不用变嘛，对不对 ？Ich esse, 因为主词动词不可以分开，有没有 ？Ich esse, aha, trotzdem nichts. Es regnet, ich fahre trotzdem mit dem Fahrrad. 下雨天，我还是骑脚踏车。但是呢，哪一种句型比较常用的？就是这个，第一个嘛，对不对 ？Trotzdem 放在第一个位置比较好的。Es regnet, trotzdem fahre ich mit dem Fahrrad. Ich habe Hunger, trotzdem esse ich nichts. Ich habe morgen eine Prüfung, trotzdem lerne ich nicht. Ich habe schlecht geschlafen, trotzdem gehe ich zur Arbeit. Trotzdem, just so simple.